Hallo euch allen, das sind wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei den Madden Ultimate Team Superstars. Wie die nächste 3-Sterne-Herausforderung steht an. First on 3, einfache Aufgabe, wir sollen das Spiel gewinnen. Und wir kriegen einen Bonusstern, wenn wir 3 oder mehr Ballcarrier-Moves zeigen. Und 9-mal mindestens mit dem Ball laufen. Also, lauforientierte Offense gefragt. Müsste ja eigentlich genau mein Ding sein. So, wir liegen gegen die Seahawks in Front. Das ist ja schick. Wir haben einen 2. und 5 an der 35-Yard-Linie der Seahawks. Und wir haben Todd Gurley im Team. Das ist ja schick. So, dann legen wir doch gleich mal los. Schulz geht in Motion, unser Tight End. Gurley wartet auf die Ballübergabe. Und da ist der Handoff und Gurley ist unterwegs. Kommt bis an die 24-Yard-Linie. Und das war schon der erste Ball-Carry-Move und natürlich der erste Run. Starker Run von Gurley. Halfback-Dive durch die Mitte. Wir bleiben natürlich dabei. Gurley immer noch auf dem Feld. Jetzt braucht er allerdings einen neuen Unterkiefer, weil der dürfte jetzt, wer weiß wo, gelandet sein. 2. und 8. Knallharter Hit der Defense des Linebackers der Seahawks. Und Gurley schon wieder unterwegs. Truckt sich nach vorne. Wir sind an der 15-Yard-Linie. 2. Move. Und das war die 3. Ballübergabe. So, wir brauchen noch ein Yard. Das ist jetzt das Wichtige. Und, das ist eng. Hat das gereicht? Ja, neues First Down für die Cowboys. Das heißt, das Laufspiel geht weiter. 26 Duo. Gehen über die linke Seite mit Gurley. So, die Ball-Carrier-Moves haben wir vollständig. Wir haben den nächsten Lauf hier hingelegt. Und wir nehmen hier auch gewaltig Zeit von der Uhr. So, wir täuschen jetzt den Lauf über die rechte Seite an. Geht aber über die linke Seite. Gurley. Jetzt haben wir aber einen 3. und 7, Freunde. Jetzt wird es aber langsam ein bisschen kritisch. Jetzt ist unser normalerweise Stamm Running Back auf dem Feld, Zeke Elliott, mit einem Draw. Ah, der kommt auch nur bis an die 11-Yard-Linie. Jetzt haben wir 7 Laufversuche gesehen. Ich nehme erstmal das Field Goal mit. Wir sollen ja auch im Endeffekt das Spiel hier gewinnen. Es geht ja nicht darum, dass wir das alles hier in einem Drive erledigen. So, wir bauen unsere Führung also jetzt auf 6 Punkte auf, 30 zu 24. 6 Punkte bedeutet natürlich, mit einem Touchdown und einem normalen PET im Anschluss würden wir mit einem Pünktchen hinten liegen. Also ist jetzt schon unsere Defense gefordert. Kick bis an die 2-Yard-Linie, der Return jetzt von Seattle. Er ist gestoppt an der 29-Yard-Linie. Das heißt, wir dürften jetzt gleich natürlich den Franchise-Quarterback der Seahawks aufs Feld traben sehen. Und da ist er, Russell Wilson. Nicht gerade der Größte bei den Quarterbacks, aber unwahrscheinlich mobil und einen wahnsinnigen Arm. Der kann scramblen, das ist ein Träumchen. Also Russell Wilson spielen zu sehen, das ist schon ein echter Genuss. Ich hoffe mal, dass er hier nicht zum großen Scrambler wird, weil dann kriegen wir mit unserer Cover 9 Defense hier Probleme. 1. und 10 an der 29. Oh, kein Druck und eine Interception. Vielen Dank, der Ball war getippt. First Down, Cowboys an der 36-Yard-Linie. Da lobe ich Russell Wilson und dann kommt so ein Ball. Der ist getippt, Antonio Brown sagt danke, schnappt sich das Ding. 1. und 10, Cowboys an der 36-Yard-Linie der Seahawks. Wir sind also schon fast im Field-Goal-Range. Ein Yard Raumgewinn und das war der 8. Rush. Einen brauchen wir noch. So, den will ich mir jetzt holen. Wieder geht's über Gurley, über die Mitte, ein Draw. Also eine verzögerte Ballübergabe. Kommt er bis an die 33-Yard-Linie. So, wir haben die Läufe erledigt. Jetzt können wir theoretisch gesehen auch passen. Haha, ist ja genau mein Ding.
Aber beim 3. und 7. tun wir das auch. Wir nehmen den X-Dagger. Wir achten auf unseren Tight End, auf Jason Witten. Ich achte ein bisschen auf Cooper im Slot. Ein bisschen ist gut. Oh, das ist der Interception. Das gibt es ja nicht. Ach, deswegen laufe ich so gerne. Ach, das war... Ich habe gedacht, auf der Innenseite könnten wir Amai Cooper anspielen. Der hat sich, glaube ich, noch nicht mal großartig umgedreht. Da war der Ball schon beim Safety der Seahawks gelandet. 1. und 10. Vollständiger Pass und den Receiver ins Ausgang. Da sehen wir an der Seitenlinie Pete Carroll, den Head Coach der Seahawks. 2. und 13 damit. Oh, sehr gutes Play in der O-Line der Seahawks. Harter Hit von Jeff Heath, aber natürlich First Down an der 43-Yard-Linie von Seattle. Wir müssen jetzt hier gewaltig aufpassen. Die Seahawks sind durch diese Interception on fire. Incomplete Pass von Russell Wilson. Das wechselt sich momentan ab. Ein guter Ball mit einem schlechten Ball. Jetzt müsste eigentlich wieder ein richtig guter Ball von ihm kommen. 2. und 10. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten der Partie laufen also. Und ein vollständiger Pass von Russell Wilson. Das dürfte noch kein First Down sein. 3. und 1. Da geht er tief. Incomplete Pass. Und jetzt haben wir einen 4. und 1. Jetzt wird es spannend. Das sieht nach einem Pass aus. Russell Wilson steht hinter seinem Center. Aber es ist ein Lauf und er ist gestoppt. Leighton Van Der Esch. Was für ein Tackle gegen Carson im Backfield von Seattle. Turnover on Downs, Ballbesitz Cowboys. Und jetzt, Jungs, lasst uns das Ding einfach nach Hause laufen. Elliott auf dem Feld als Running Back. Ich habe keine Ahnung, wo mein Fullback gerade rumgelaufen ist. Der hat eine wunderbare Runde gedreht, aber nicht unbedingt starkes Interesse am Blocken gezeigt. 2. und 9. Gurley ist wieder auf dem Feld. Wir täuschen den Lauf rechts an, geht dann aber über die linke Seite. Oh, Gurley immer noch auf den Beinen, kommt bis an die 41-Yard-Linie. 3. Versuch und 4. Ein Lauf über die Außen, aber das gefällt mir nicht, weil ich da sehe. Wir gehen über die Innenseite. Und Gurley hat das First Down an der 49-Yard-Linie. Der Seahawks, jetzt laufen wir die letzten 30 Sekunden runter. Und da Seattle ja keine Auszeiten mehr hat, werden sie da nichts mehr groß dran ändern können. Wieder geht der Lauf über Gurley. Den Kopf runter, sind an der 35-Yard-Linie und jetzt tickern die Sekunden hier runter. Ich glaube nicht, dass wir nochmal ein Play sehen werden. Nein, die Uhr läuft runter, das Spiel ist aus, wir schlagen die Seahawks. 30 zu 24. 1, 2, 3, 4 und 5. 5 Sterne geholt, also die maximale Anzahl an Stars geholt. Challenge bestanden, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.